Meine Lieben, ein neues Video und ihr wisst, wir kommen in diese große Zeit des Wandels jetzt hinein, nämlich wenn wir jetzt das Thema bekommen, und zwar das abschließende Thema vom Mondknoten, der jetzt in den Widder wechselt, für die nächsten anderthalb Jahre etwa da drin sein wird und vor allen Dingen Gemeinschaftssinn, Gemeinschaften stärken wird. Und damit ist dann auch ein großer Mondknotenzyklus abgeschlossen. Das heißt, die Reise beginnt dann wieder von vorne mit dem Mondknoten in den Fischen. Aber wir bleiben bei diesem Wandel dabei. Es sind auch noch unglaublich wichtige Energietage. Und das alles jetzt in dem Video. Wir haben ja jetzt erstmal diesen Portalkorridor wirklich sehr gut überstanden. Ich glaube, dass das nochmal eine richtig tolle Erfahrung war, auch der Reinigung des Zusammenfindens, der Spiritualität und des Kräftesammels, dass wir so richtig schön neu durchstarten können. Und genau jetzt in dieser Woche, in dieser Zwischenwoche, bevor es diesen Mondknotenwechsel gibt, können wir ungemein Kraft tanken. Wir können sehr aktiv die Liebe nach vorne bringen, vor allen Dingen mit dieser bereinigenden Kraft, die wir erlebt haben in den vergangenen Tagen. Und es gibt eben auch noch den Tag des Zugewinns in diesem Jahr. Das ist Tinker 5 und da gehen wir jetzt mal, auf alles gehe ich jetzt mal wirklich für euch ein. Ich muss sagen, ich war ein bisschen beschäftigt mit Golda, weil da war jetzt einfach wieder Tierarztbesuche da gewesen und eine Odyssee fragt einfach echt gar nicht. Ich habe auch meinen Berlin-Trip deshalb gecancelt, also bin jetzt nicht zur Fashion Week gefahren, obwohl ich eingeladen war, weil ich halt lieber bei meinem Hundi bin. Und ja, also deshalb. Und jetzt noch ein bisschen die Hitze, die uns ja allen ein bisschen zu schaffen macht. Aber auch hier verspricht ja zumindest mal die Wettervorhersage ein bisschen Abkühlung in den kommenden Tagen. Und dann können wir auch wieder ganz anders in unsere Vital- und Energiekraft hineinfinden. Schauen wir uns erstmal die Glücksmomente an der Liebe, nämlich Mond, Venus und Sonne stehen zusammen in einem Wirkkreis und da kommt jetzt einfach eine ganz geballte emotionale Gefühlsladung auf euch zu, die ich ungemein positiv erachte und sehr positiv sehe. Dann haben wir schon die Glücksaspekte, die kommen werden. Das ist nämlich Uranus, der das Unmögliche möglich machen kann, in Verbindung mit MC und Venus. Das heißt, die Venus, die ja nicht nur für die Liebe, sondern auch für das Geld steht, wird bestimmend und da zahlt es sich aus. Und da komme ich jetzt auf Tinker 5. Tinker 5 ist ein Tag auch in New Orleans, der mit besonderem Glück einhergeht. Und da passt diese Uranus-Konstellation einfach ganz hervorragend jetzt dazu. Deswegen habe ich da auch die Zeremonie entsprechend. Tinker 5, Tinker 5, Ancient Spirits, come alive, bring me money, bring it quick, Spirits of the Tinker 5. So, das ist so der Spruch, den auch die Kinder da so aufsagen. Und man schaut einfach im Portemonnaie nach, zum Beispiel, was man für Münzen drin hat, ja, und nimmt diese Münzen raus und gibt die zum Beispiel in ein Säckchen oder in eine kleine Truhe oder in eine Dose oder in eine Spardose. Auf jeden Fall ist es wichtig, diese Münzen, die ihr an diesem Tag habt, zu sammeln, nicht auszugeben, auch dann nicht mal, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt brauche ich doch irgendwie einen Euro für einen Einkaufswagen oder sowas. Das sollte dann wirklich ein Jahr lang aufgehoben werden und dann, sagt man, vermehrt sich das Geld. Das ist immer so ein Tag, der eine ganz schnelle, tolle Hilfe bringt, gerade in finanziellen Angelegenheiten und mit so, ja, mit so eben diesem Uranus-Power, also mit diesem plötzlichen, schnellen Wandel einhergeht. Und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr positive Energie. Gerade jetzt nochmal so im Hinblick auf diesen Wechsel, dass wir vom Erdzeichen Stier kollektiv in den Mondknoten, mit dem Mondknoten in den Widder gehen und für Gemeinschaft stehen, für Gemeinschaftssinn stehen, für Zusammenhalt. Und es jetzt nicht mehr nur darum geht, dass uns hier, dass wir mit Rezession und Ähnlichem geplagt werden, sondern hier lösen sich eben jetzt diese Dinge wieder auf und können wieder zu einer Normalität zurückkommen. Und das vielleicht so ein erster Schritt auch nochmal da dazu.
Dann ist am 15.07. das Fest der Apostel. Und das ist so eine, ja, ein bisschen auch eine Payback-Zeremonie, denn ihr wisst ja, dass zum Beispiel eben Judas Jesus verraten hat. Und wenn ihr Verrat erfahren habt in irgendeiner Form, dann wird es an dieser Zeremonie, also am 15., sozusagen zurückgegeben. Und deswegen, das ist auch eine ganz einmalige Geschichte. Und ihr wisst ja, dass Apostel heißt, die Person, die uns gesendet wird. Also 11 helfen uns dabei, sozusagen diesen Verrat zu bekämpfen. Und das ist so eine Siegeszeremonie, die richtig schön ist, die jetzt auch einmalig eben im Juli der Fall ist. Und ich glaube, dass vielleicht doch der ein oder andere bei euch vielleicht nochmal eine Rechnung offen hat, dann könnt ihr euch gerne über WhatsApp registrieren. Ich freue mich natürlich über ein Abo, über ein Like und über einen Kommentar auf diesem Video. Und wie ihr seht, gibt es ein neues Instagram-Profil. Ich habe so gedacht, man muss auch mal so mit diesen Altlasten aufräumen. Das war jetzt zum Ende des Portalkorridors, habe ich es einfach mehrfach so gesagt bekommen, lass dieses Profil sein, mach ein neues. Und da kam es mir jetzt auch nicht auf die über 40.000 Follower an, sondern ich wollte einfach auch an vieles nicht mehr erinnert werden. An Todesfälle von meinen Tieren, an diese gescheiterten toxischen Beziehungen, die ich gehabt habe. Und deswegen habe ich das genau mit dem letzten Portaltag, das alte Profil, rausgenommen und das neue gemacht. Also da könnt ihr natürlich auch sehr gerne folgen. Und am 17.07. ist die Zeitenwende, das Versöhnungsportal offen. Es ist ganz wichtig, dass wir aus dieser Stierenergie, die ja sehr viel festhält, die uns vielleicht auch gelähmt hat, die nicht diese Fortschritte in der Geschwindigkeit gebracht haben, wie wir sie wollten. Das ist ja genau das, was sich jetzt verändert, nämlich die Geschwindigkeit. Und hier, was hieraus einfach jetzt resultiert, ist, dass die Dinge wieder jetzt Fahrt aufnehmen, wenn dieser wieder da ist. Und da sollten wir ausgesöhnt sein mit der Vergangenheit. Da sollten wir neutral sein, denn dass wir hier ohne Altlasten vorangehen. Ihr müsst es einfach euch so vorstellen, ja, wenn halt ganz viel Gepäck auf euch ist, seid ihr ja nicht ganz so schnell, wie wenn ihr ohne Gepäck loslaufen würdet. Und deshalb ist auch diese Zeremonie und dieser Tag, der 17.07., einfach nochmal ganz wichtig für uns alle. Gleichzeitig ist an diesem 17. natürlich auch Neumond und der Neumond im Krebs. Das Ganze findet eben auch im Partnerschaftshaus statt. Und ich mache aber dazu nochmal ein separates Video, denn ihr könnt natürlich auch bei dieser Neumond-Zeremonie dabei sein. Also schreibt mich da ruhig an, mache euch auch gern für die 4 Zeremonien, wenn ihr noch nicht dabei seid, ein Angebot. Und da ist es so, das ist der absolute Neustart in Sachen Liebe. Und der ist nochmal ganz wichtig, weil wir hier auch alte Verletzungen ganz stark hinter uns lassen können. Und deshalb, das ist, glaube ich, eine ganz positive und sehr gute Geschichte, hier entsprechend nochmal weiterzugehen, weiterzukommen, ja. Und das Ganze sozusagen mit diesem Versöhnungstor dabei, auch diese Altlasten hinter uns zu lassen. Wir kriegen dann zwar nochmal für eine Woche zwei kritische Aspekte danach, aber das bespreche ich dann in der nächsten Woche, um euch da noch mal ein bisschen zu sensibilisieren, weil ich weiß, man kann sich das immer so über einen ganzen Monat gar nicht merken. Aber das sind mal so im Moment die wichtigsten Energiepunkte. Ich war jetzt auch ein bisschen zurückgezogen, zum einen mit dem kranken Hund. Und da ich auch nicht in Urlaub fahre, habe ich jetzt mal ein bisschen versucht, noch mal Zeit auch für mich, für innere Themen zu haben, weil ich hatte jetzt habe sehr viel Energiearbeit ja auch gemacht, gerade während des Portalkorridors für euch. Und jetzt sind ja noch mal andere wichtige Zeremonien da. Da muss man auch immer so ein bisschen die Kraft und so die innere Mitte einfach haben. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Beratungen, Kartenlegen, Astrologie, was ihr gerne möchtet, ist natürlich immer da. Und natürlich auch die regelmäßigen Lives. Da könnt ihr Live-Fragen stellen. Sonntags ist immer ein gesetzter Tag fürs Live und dann meistens eben nochmal ein Abend unter der Woche. Höchstwahrscheinlich wird das der Mittwochabend sein, also morgen Abend, wenn es vielleicht ein bisschen abgekühlt hat, in der Hoffnung, dass wir einen kühleren Kopf haben. Und dann freue ich mich auf euch. Bis dahin, mucho, mucho amor.